Jeha, Rama! Hallo ihr lieben Modellbauerinnen und Modellbauer, ich bin's wieder, die Doro von spurenteile.de und wir befinden uns mitten in unserem Bau für unsere Saloonstadt und zwar werden wir heute Dr. Quinns Haus basteln. Dr. Quinns Haus. Quinns Haus basteln. Ich habe hier schon mal alle Einzelteile rausgetrennt, damit das nicht ganz so lange dauert, weil es ist doch ein etwas größeres Häuschen. Und wir beginnen wie eigentlich so gut wie immer mit den Scheiben. Die verkleben wir mal. Unser Leim. Wer hat denn da die Tülle nicht sauber gemacht? Daniel? Nein, nein! So, das darf auch trocknen. Ja, hier haben wir einiges an Fenstern. Seitenwand mit Tür. Wenn wir hier sehen, haben wir die Tür hier vorne. Montieren wir uns daran mal. Dann haben wir hier hinten den Anbau und hier die andere Seite. So. Genau. Dann setzen wir jetzt erstmal diese Seite hier zusammen. Da haben wir sehr viele kleine Holzzähne, die hier ineinander greifen. So. Und da brauchen wir wieder unsere Winkelmagneten. Wo habe ich die denn hingestellt? Ah, da. Da habe ich sie. So. Die habe ich mit etwas zu viel Schmackes da reingeleiten lassen, die Winkel. Den Winkel. Kurz nochmal abnehmen. So, jetzt. Jetzt sitzt das wunderbar. Können wir gleich die andere Seite hier dran machen. Da kommt dann auch ein Winkel dran. Das sieht nach ein bisschen zu viel Leim aus. So holen wir mal wieder ein bisschen was runter. Jetzt fügen wir das hier auch noch rein. Und nehmen einen weiteren Winkel. Oh, ich glaube, ich war da gerade mit meinen Haaren von oben im Bild. Und wird der Daniel wahrscheinlich schimpfen? Mm-mm, der Daniel schimpft nicht. Nein, der Daniel. Nein, der haut zu. Daniel ist ein ganz lieber. So. Schimpf, schimpf, schimpf. Nein. Sei nicht so streng mit mir, Daniel. Ja, bei dem ist es so, dass wir auch hier oben gleich, das werdet ihr sehen, Dachbalken haben, die wir einfügen. Dann haben wir ein bisschen mehr Stabilität, weil es doch relativ lang ja ist, das Gebäude. So. Jetzt brauche ich am besten nochmal Winkel. Wie gut, dass wir so viele haben. Dann kann ich nämlich gleich schon die Dachbalken setzen. Mal gucken, ob der Winkel. Ich hoffe, der ist nicht zu groß. Mhm.
Ja, wunderbar. So, dann haben wir nämlich unser Haupthaus schon. Genau, und jetzt habe ich ja erzählt, jetzt kommen diese Dachbalken, die setzen wir jetzt hier oben dran. Damit dann später das Dach da auch gut hält. So. Die sind etwas überlappend. Sitzen schon mal, das ist gut. Jetzt kümmern wir uns um den Anbau, wie ihr hier sehen könnt. Das sind diese Teile. Das eine Fenster kommt nach hier, die Seite nach da. Dazu lösen wir hier mal unsere Winkel. Das ist jetzt auch schon fest, das ist gut. Und können auch hier gleich weiterleimen. So. Und da kommt ein wenig der Leim an der Seite raus, den nehme ich mal wieder mit einem Zahnstocher weg. Seite. Ich bin sehr mit dem Kamin gespannt, wie das wird, wie einfach oder auch nicht. Und mit dem Dach. So. Das ging gut. Jetzt schließen wir noch. Jetzt mal gucken, ob die Fenster eher höher sind oder niedriger. Wollen Sie so rum? Ja, so ist richtig. So. So, vorsichtig reindrücken. Ja. Ja, das ist gut. Ging jetzt relativ einfach, das ist schön, das freut mich. So, jetzt sind wir nämlich schon hier beim kleinen Dach, was oben drauf kommt, und dann müssten wir an dieser Ecke hier gleich unseren Kamin setzen, nach der Abbildung. Das Dach gut drauf sitzt, von allen Seiten denselben Abstand hat. So, ein bisschen hier rüber schieben. Ja. Gut. Ein bisschen den Leim wegmachen. Mhm. Ein bisschen Leim. So. Können wir so andrücken. Jetzt sind wir schon beim Dach. Ich schaue noch mal ganz kurz, was hier die Anleitung hergibt wegen Kamin und Dach. Den Kamin zusammensetzen und senkrecht passend zum Dachausschnitt auf die Wand kleben. Gut. So.
Ja, so, jetzt haben wir hier dieses Unterdach. Nein, ich habe dieses Unterdach noch hier draufgeklebt, weil dann ist es auch gleich viel einfacher. Hatte ich in meiner Ungeduld übersehen, sagen wir mal so, aber gar kein Ding. Wenn jetzt auch noch der Kleber aus seiner Tube kommt, können wir jetzt hier das Dach decken. Wunderbar, das sieht gut aus. Und dann können wir uns nämlich jetzt um den Kamin kümmern. Der Kamin. So. Ja, das sieht gut aus. Erst nur noch gut fixieren, damit das auch gut antrocknet. Genau, und dann haben wir gleich hier unseren Kamin, den wir dann hier einfügen. Ja, setzen wir den mal zusammen. Viele, viele kleine Zähnchen, die da wieder ineinander greifen. Ich muss hier mal die Reste vom Daniel verkleben, hier diese angefangenen Leimreste, und dann sieht es aus, als würde ich nicht mal den Leim aus der Tube kriegen, beziehungsweise aus dem Fläschchen. Aus dem Fläschchen. Das ist ein abgekatertes Spiel, glaube ich. So, das werden wir mal hier hinsetzen. So. Eine schöne Optik hat der Kamin, das gefällt mir gut. So, das ist noch die letzte Seite. Genau, jetzt haben wir ja unseren Kamin, den wir hier vorne jetzt noch an die Wand kleben können. So, dann kleben wir den dran, dann haben wir den Kamin auch schon. Und dann, ups, ja, dann hält er gut, dann hält er gut. Schon mal das Häuschen, den Anbau, den Kamin. Das ist gut. Und jetzt kommen wir hier zur Veranda. Oder nein, Veranda ist falsch. Einfach nur zum Vordach. Einfach nur zum Vordach. Über der Tür zwei Aussparungen,
wo das Vordach reinkommt. Und wie ich schon gesagt hatte, ist das jetzt ja die Stütze noch. Da wird oben einmal angeleimt. So, dazu stellen wir jetzt hin, dass wir die richtige Höhe haben. Und stellen den da drunter. Das lassen wir jetzt gerade mal so antrocknen und schauen mal, was wir noch hier haben. Wir haben jetzt noch einiges hier an Zäunen. Ich glaube, das lassen wir mal offen. Weil unsere Westernstadt befindet sich ja auch noch im Aufbau, das hatte ich ja schon gesagt. Und das können wir dann eher, wenn wir das Häuschen in unser Jiharama platziert haben, dann besser nochmal schauen, wo wir wirklich, ob wir einen Zaun wollen und wo wir einen Zaun wollen. Genau, deswegen sage ich, das war die Folge von Dr. Quinns Haus, ist jetzt fertig. Und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Miterleben, Mitfühlen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also macht's gut. Ja, Doro sagt Tschüss. Bye, bye.